Herzlich willkommen zu Minecraft Dorf. Wir checken heute direkt die Post und haben auch schon wieder einen Auftrag des Königs. Den Hebel nach unten und schauen, was wir tun dürfen. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Ich habe euch einen Experten schicken lassen, der die besten Minen bei euch mit einer Markierung versehen hat. Bitte baut diese Minen aus, damit bald genug Rohstoffe vorhanden sind, um Ausrüstung für die königlichen Truppen zu produzieren. Außerdem sollte das Bergdorf einen direkten Weg zum Ostdorf haben. Bitte kümmert euch darum. Der König hat euch wieder Rohstoffe schicken lassen. Das sollte euch helfen, schneller voranzukommen. Ihr hört von mir, der Bote. So wie sich das anhört, haben wir wieder viel zu tun bekommen vom König, aber auch eine Rohstofflieferung. Und die ist ja bekanntlich immer hier. Nur heute nicht. Was haben wir hier? Trefft mich im Ostdorf. CC. So wie das aussieht, ist mit unserer Rohstofflieferung nicht alles ganz glatt gelaufen. Oder wir müssen sie uns im Ostdorf abholen. Jetzt schauen wir aber erstmal an, welche Aufgaben wir genau alle haben. Das immer gleiche Spiel. Wir nehmen das alte Buch, legen das neue hier drauf, räumen das alte weg und schauen uns unsere Aufgaben an. Die Südmine, die Nordmine, der Ostweg. Hey, alle Himmelsrichtungen, was passiert im Westen? Vielleicht die Rohstofflieferung. Den Auftrag haben wir schon bekommen. 3 neue, also insgesamt 4, die wir heute erledigen müssen. Aber zuallererst, ja, ich weiß, wir haben schon 4 Aufgaben, aber ich habe mir eine eigene Aufgabe gesetzt. Denn ihr wisst ja, im Rathaus steht meine Dorfbewohnerzahl. Und abhängig von der Dorfbewohnerzahl bekomme ich ja Steuern. Also heißen mehr Dorfbewohner auch mehr Steuereinnahmen. Und ich würde gerne mal versuchen, wenn ich meinen bisherigen Dorfbewohnern da unten ein paar Rüben zum Essen gebe, ob wir es schaffen, die Dorfgemeinschaft zu vergrößern. Rein theoretisch haben wir keine freien Betten im Dorf, aber ich würde es einfach mal probieren. Das wäre mein privates Ziel, mitunter. So, jetzt habe ich 2 Stack Rüben mal unters Volk gebracht. Ich packe noch 2 hinzu. Und jetzt schauen wir mal, ob sie gewillt sind, die Dorfgemeinschaft zu vergrößern. Jetzt teilen die schon überall die Rüben, das ist gar nicht schlecht. Aber es kann natürlich sein, dass die nicht ausreichen. Dann müssen wir nochmal in die Farm neue kaufen gehen. Und sollte dann nichts funktionieren, müssen wir wahrscheinlich einfach noch mehr Häuser und Betten bauen. Ich habe hier vorne allerdings schon ein Ausrufezeichen ausgemacht. Und ich vermute mal schwer, das ist die Markierung für die Südmine. Nordmine, Entschuldigung. Weil, also wenn das nicht eine ertragreiche Mine ist, weiß ich auch nicht. Also das hier wird die Nordmine. Die Frage ist dann, die Südmine müsste ja dann irgendwo da hinten sein. Hier oben, vielleicht hier unten? Nein. Auch nicht. Wie weit ist denn die Südmine? Upsi. Hier ist sie. Okay, hier geht es auch schon mit Eisen und Kohle los. Alles klar. Okay, wir haben die 2 Minen entdeckt. Wir wissen, welche wir ausbauen müssen. Und während ich mein persönliches Dorfbewohner-Experiment am Laufen habe... Oh ja, wie gut, es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt, wir bauen die Nordmine aus und hoffen, dass wir dann einen Dorfbewohner mehr bekommen. Oh, wie gut ist das bitte? Nice. Hi, herzlich willkommen in der Dorfgemeinschaft. Jetzt heißt es Rohstoffe holen, damit wir die Mine bauen können. Aber ich habe auch ein bisschen privates Geld eingesteckt, damit ich mal dazu komme, mir ein bisschen Ausrüstung zu kaufen. Und da wollte ich jetzt einmal hier unten schauen, was es denn für mich gute Möglichkeiten gibt. Für 31 kriege ich schon eine Diamantaxt. Für 3 kriege ich eine Eisenaxt. Für 18 bekomme ich eine Eisenspitzhacke und für 31 eine Diamantspitzhacke. Für exakt 30 bekomme ich hier eine Effizienz 2. Was hier war noch Unbreaking drauf, ne? Auch nur Effizienz 2. Ne, dann kaufe ich mir jetzt tatsächlich eine Axt. Das ist das nächste. Das hat sich rentiert. Ganz sicher. Holz habe ich rangeschafft. Bäume habe ich auch wieder ein Stück weit nachgepflanzt. Noch mal da hinten Bäume pflanzen, fällt mir gerade auf. Ich habe eine Werkbank, ich habe eine Steinsäge, die platziere ich jetzt hier. Und wir machen uns daran, die Mine hier auszubauen. Und da steht sie, die Nordmine. Bisschen Gerümpel habe ich dazu gepackt. Eventuell lassen wir die Sachen auch stehen. Und dann können wir hier reingehen. Und ja, einfach die Holzbalken, überall die Fackeln, kleine Wege, dass man leichter rauf und runter kann. Und schon ist diese Mine fertig und es kann munter in alle Richtungen weitergebuddelt werden. Eigentlich müsste man sich immer so viel Mühe geben und seine Strip-Mine-Gänge so ausbauen. Ist echt schön. Mein Dorfbewohner-Experiment funktioniert hervorragend. Schaut mal, dieser Arm gehört zu einem neuen kleinen Dorfbewohner, denn der andere hier oben ist schon groß geworden und so wie es aussieht, hat er sich auch schon ein Bett unter den Nagel gerissen.
Nice. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, einfach einmal zwischenzeitlich ins Rathaus zu schauen. Und wir sehen, von 13 Einwohnern haben wir mittlerweile 16. Das heißt, es rennt noch irgendwo ein Kind rum. Und dann wollen wir doch auch gleich mal schauen, wie es ausschaut und unseren Einnahmen. 29 einfach. Und dann ist hier auch schon die Aufteilung. 6 gehen in meine Tasche, 9 an König Quadratisch, 14 ins Dorf. Ey, das ist super. Ich mache das jetzt mal eben so, dass ich jetzt nicht immer alles rumschleppe. König, Mainz. Und wir nehmen wieder ein bisschen was aus der Dorfkasse mit. Denn am nächsten Morgen gehen wir ein paar weitere Materialien kaufen. Guten Morgen im Bergdorf. Wir rennen an den Markt und nehmen uns diesen Typen hier mal vor. Wir kaufen ein bisschen polierten Andesit. Denn jetzt hat er hoffentlich auch gleich Terrakotta anzubieten. Ja, und auch noch braunen. Ich suche farbigen Terrakotta. Ey! Na gut, weil mit braunem Terrakotta möchte ich die Hauswände nicht unbedingt machen. Okay, das war nicht so optimal. Verballern wir noch mehr Geld. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Bei dem kann ich jetzt Quarz. Ich habe kein Glück mit den Steinmetzen, ne? Weil mit glasierter Keramik möchte ich die Häuser nicht bauen. Wenn der König wüsste, wo ich seine Steuergelder verschleudere. Eieieiei. Dort wollen wir hin. Ganz genau, da wo der Esel steht, machen wir einen Weg. Wir schauen, dass wir uns hier raufarbeiten, denn dort drüben ist Osten. Und nach meinen Berechnungen muss dort drüben das Ostdorf liegen. Denn wir haben die klare Aufforderung, einen Ostweg zu bauen. Und wir nehmen auch die geheime Nachricht mit von diesem CC und gehen ein bisschen unserer Rohstofflieferung nach. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Ich glaube, zuvor mache ich eine Klitzekleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Ich will hier noch eine Wegverbindung haben. Die kriegen gar nicht genug. Ja, das sind mehr Steuereinnahmen und mehr Arbeitskräfte. Das Dorf floriert. Schauen wir, dass wir den Ostweg hinbekommen. Ich wollte euch nur den Weg hier zeigen. Schaut, das ist der neue Weg geworden. Ich habe jetzt auch so ein bisschen mit Steintreppen gearbeitet, dass es auch so aussieht, als wäre mal was ein bisschen kaputter. Und da kommen wir jetzt schön auch rauf zu unserem Haus und müssen nicht immer da unten durch. Ja, und jetzt geht's los. Irgendwie Richtung Osten. Ihr glaubt gar nicht, wie lange es dauert, so einen Weg zu bauen. Das Ostdorf ist schon sehr nahe. Irgendwo hier unten streunert ein Plünderer rum. Der ist jetzt auch wieder verschwunden. Ich mache mir jetzt mal einen Weg weiter. Wir müssen ja irgendwann ankommen. Ich denke, an diese Straße werde ich irgendwie anbinden. Da ist er. Wir wurden entdeckt. Und ich habe nur eine Goldrüstung. Kein Schild, gar nichts. Schnell drauf. Ein Wegelagerer. Okay, das lässt ja schon irgendwo ein paar Infos raus, was mit unserem Karren passieren sein kann. Wenn hier Wegelagerer unterwegs sind, nicht, dass der irgendwo überfallen wurde. Es ist mittlerweile wieder Tag und ich habe den Weg ins Ostdorf geschafft. Nachdem wir die Aufgabe für den Weg abgeschlossen haben, schauen wir uns jetzt um nach diesem C, den wir hier im Dorf treffen sollen, um eine weitere Aufgabe anzugehen, und zwar unsere Rohstofflieferung, die noch aussteht. Na, fantastisch, mal wieder ein Ausrufezeichen. Psst, Kroko, ihr habt wenig Zeit. Der Rohstoffkarren wurde kurz vor dem Ostdorf ausgeraubt. Findet die Wegelagerer und holt die Rohstoffe zurück. Lasst euch dabei aber nicht erwischen. Ihr solltet niemanden töten, um keine Aufmerksamkeit auf euch und das Bergdorf zu lenken. Königlicher Geheimagent Champ. Der königliche Geheimagent Champ. Alles klar, weiß ich schon Bescheid. Und er hat gesagt, der Karren wurde ausgeraubt, kurz vor dem Dorf. Was heißt denn vor dem Dorf? Ist das da vorne? Ist das da vorne? Ist das vorne? Also ich vermute mal nicht hier, weil dann hätte er gesagt im Ostwald oder wie der Wald gleich wieder hieß. Ne? Da gehen wir jetzt auch gar nicht rein, nicht, dass da irgendwas wieder auf uns wartet und wir dann das nächste Event triggern und gar nicht dafür bereit... Okay, ist das vor dem Dorf? Also für mein Verständnis wäre vor dem Dorf ja entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. Weil das da, ich gehe jetzt in die, also und dann, wenn wir da nichts finden, checken wir mal das da hinten ab. Aber vor dem Dorf könnte natürlich auch da irgendwo heißen. Wie weit vor dem Dorf denn? Das sieht mir doch nach einem umgekippten, kaputten Wagen an, aber die Waren sind nicht mehr da. Na, fantastisch. Irgendwen hat es ja auch ganz schön mitgenommen. Und wir haben hier eindeutig Blutspuren. Jetzt haben wir zwar den Karren gefunden, aber keine Waren. Aber da hinten sehe ich was. Dem gehen wir doch mal nach.
noch eine Blutspur. Die führen hier mitten durch den Wald. Aber da vorne ist schon die Border. Habt ihr das gehört? Da war jemand. Aber der Agent hatte gesagt, wir sollen uns nicht erwischen lassen. Lasst mich mal schauen, ob wir da irgendwie runterschauen können, ohne entdeckt zu werden. Schaut mal. Ey, was ist denn da los? Da ist ja eine ganze Party. Ja, ich weiß schon, warum wir da schleichen. Mit denen will ich mich sicher nicht anlegen. Was tut der? Ach so, ihr beide seid zum Grillfest geladen. Na, da müssen wir ja nur zuschauen, hat sich das Thema ja bald erledigt. Hier kommen wir irgendwie da runter? Wir müssen irgendwie da ran. Da sind Kisten auf alle Fälle. Oh, ich hätte so gerne ein Schild. Ich habe mein Schild vergessen. Reaper. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Aber wir wurden noch nicht entdeckt. Skelett und Creeper. Hab's natürlich nicht geschafft. Flüchten, flüchten, flüchten. Boah, das war wieder eine super, super knappe Geschichte. Und warum habe ich kein Schild mitgenommen? Ist hier irgendwo Eisen? Ich habe jetzt noch ein paar von diesen Dudes umgehauen. Wir haben auch einen Bogen bekommen. Leider noch keine Pfeile. Schauen wir mal, dass wir wieder dahin zurückkommen. Pfeil, sehr gut. Wo wir vorher reingekommen sind. Da oben ist die Banditentruppe. Da ist ein Creeper. Den versuchen wir mal so umzulegen. Ja, mit der Spitzhacke ist sicher die beste Idee, die ich heute hatte. Puh, knappe Geschichte. Wenn der sie explodiert, ist vorbei. Dann erwischen die mich und hören mich. Wo sind die denn überhaupt? Oh, da sind sie. Und da ist eine... Ich komme von hier unten an eine Kiste ran. Nice. Das nutzen wir mal eben. Auch wenn die da stehen. Das kriegen die ganz sicher nicht mit. Und da sind die ganzen Rohstoffe drin. Nice. Jetzt muss ich noch mein Inventar aufräumen. Das ist doch mal entspannt, wenn man die von hier unten ausräumen kann. Und die Aufgabe ist erledigt. Wir haben den Schatz. Wir waren leise genug. Jetzt schauen wir, dass wir hier rauskommen. Schauen wir, dass wir wegkommen, ey. Ich habe genug davon. Schnell! Und weiterhin nicht erwischen lassen, logischerweise. Wir wollen ja keinen Verdacht aufs Bergdorf ziehen. Also Spinne, jetzt könnt ihr mich mal... Nein. Ihr könnt mich mal im Dorf Bergdorf besuchen gehen. Ich bin weg. Kannst du mich vor dem Skelett beschützen? Bitte. Dankeschön. Einfach der beste Buddy. Zur Teamarbeit. Hau ihn um. Yes. Bester Mann. Oh, yes! Du bist aber der Beste. Komm, wir brechen auf. Und da ist es wieder. Unser Zuhause. Mit jeder Menge Dorfbewohner. Zwei Dorfbewohner haben sich wunderbar an die Regeln gehalten und sind unten im Dorf rumspaziert. Jetzt sind es mehr. Jetzt müssen sie wieder bergsteigen gehen. Oh, passt auf euch auf. Ich bin verantwortlich für euch. Wenn ihr so rumklettert, dann geht ihr drauf, früher oder später. Ja, du bist ein Feiner. Du darfst derweil hier am Marktplatz bleiben. Ja. Ich räume etwas das Inventar auf und dann machen wir uns darüber an die Mine. Es ist wie so oft, ein neuer Morgen bricht an und wir machen uns an die Arbeit. Hi, schön, dass du hier raufgefunden hast. Bring mich bitte nicht um. Das hier gibt mir schon so richtig Minen-Vibes, ne? So eine kleines Kistenchaos, Werkbänke etc. Und dann geht's hier runter. Und jetzt hört es nicht plötzlich auf, jetzt werde ich wahrscheinlich bis da unten hin Leitern und Plattformen bauen und das Ausrufezeichen darf schon mal verschwinden. Und damit haben wir die letzte Aufgabe für heute erledigt. Schaut euch diese feine Mine an. Hier kommt man ganz tief runter, hat immer wieder so kleine Balkone, wo man nach unten schauen kann. Was noch fehlt? Ist eigentlich irgendwo ein dicker Seilzug, der dann die Sachen nach oben transportiert. Ich denke, da können sich die Dorfbewohner beschweren, wenn sie sagen, sie kriegen es die Leiter nicht hoch. Dann müssen wir das entsprechend nachrüsten. Das war's mit der heutigen Dorffolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!